Ganz entspannt einkaufen, ohne Einkaufskorb und auch ohne Geldbeutel. Das klingt ziemlich nach Science Fiction, ist in einem Münchner Supermarkt aber schon möglich. Und zwar mit neuester Technik und künstlicher Intelligenz. Wie so ein Einkauf dann genau aussieht, das zeigt uns jetzt mal Jamila Wagner. Mal eben im Supermarkt einkaufen gehen, das kann schnell zur Geduldsprobe werden. Und genau das soll hier der Vergangenheit angehören. Denn die Netto Pick-and-Go-App verspricht, meinen Einkauf von A bis Z komplett digital abzuwickeln. Und ob das tatsächlich hier in der Praxis so gut funktioniert, das schaue ich mir heute mal an. Los geht's mit dem Check-in. Wichtig, vorab registrieren und Zahlungsmethode hinterlegen. Mit einem QR-Code auf meiner App checke ich ein. Damit können mich die Sensoren an der Decke zuordnen. Egal ob Kiwis oder Bananen, unter jedem Regal befindet sich eine digitale Waage, die misst, wie viel Gramm ich aus dem Regal nehme. Das System leitet diese Info dann direkt weiter an meine App. Das funktioniert auch, wenn ich ein Produkt zurücklege. Noch ist das Ganze aber Zukunftsmusik. Wir stehen hier in München vor der ersten Pick-and-Go-Filiale in Deutschland. Es ist sogar die erste Discounter-Filiale weltweit. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie die Kundenresonanz ist, bevor wir entscheiden, ob es da noch weitere Filialen geben wird. Die Technologie ist überall. Ein wenig befremdlich ist es dann schon, so überwacht zu werden. Ja, alles, was ich bislang machen musste, ist wie beim normalen Einkauf auch, die Artikel einfach nur in meine Einkaufstasche legen. Und das war's. Und jetzt geht's zum Auschecken. Auch hier kein langes Anstehen an der Kasse. Ausgecheckt wird auch mit dem QR-Code. Mein Einkauf wird dann auch direkt mit meiner App bezahlt. Die Rechnung bekomme ich aufs Handy. Generelles Fazit, super einfach. Smartphone hat man sowieso immer dabei. Kein langes Anstehen, direkt die Produkte einladen. Ob die Technik auch dann noch mitspielt, wenn 100 Kunden auf einmal einkaufen, ist fraglich. Tja, und diese Frage gebe ich am besten gleich weiter an Andreas Henschel. Er ist nämlich Technik- und Datenexperte von Chip. Herr Henschel, Frage, der Laden, das wirkt ja fast ein bisschen paradiesisch, aber kann zum Beispiel die Technik auch verkraften, wenn jetzt mehrere in den Bananenkorb reinlangen, zahle ich dann vielleicht die von den anderen auch oder ist das System so intelligent, dass es weiß, der Excel hat nur 2 genommen und nicht 10? Ich hoffe, dass das System so intelligent ist, dass es das auseinanderhalten kann. Und sagen wir mal so, wenn ich mich normal verhalte bei einem Einkauf, gerade jetzt so in Corona-Zeiten, wir unseren Abstand halten und jeder so nach und nach an die Bananenkiste geht, ist das kein Problem. Schwierig wird es tatsächlich dann, wenn 4 Leute um die Bananenkiste drumherum stehen und gleichzeitig Bananen rausnehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig wird. Wenn dann 12 Bananen fehlen, weiß das System nicht genau, wer hat jetzt eigentlich 2, 3 und 4 gekauft. Da genau. Ein bisschen schwierig werden. Und am Ende zahlt der Excel da wahrscheinlich. Aber viele werden sagen, Mensch, ist toll, ich gehe da rein, zahle mit dem Smartphone, wird ja sowieso in vielen Bereichen immer normaler. Ist das jetzt wirklich Zukunftsmusik in weiter Ferne oder kommt schon bald dieses Geschäft, diese Supermarktidee auf uns zu? Also aus Sicht der Supermarktketten finde ich das eigentlich absolut nachvollziehbar, dass sie das ausprobieren. Also auch gucken, wie das beim Kunden angenommen wird und ob es da im Alltag vielleicht irgendwelche Probleme gibt. Denn die können sich Personal sparen, die können sich Kassierer sparen. Sie können auch zum Beispiel rund um die Uhr offen haben, ohne dass sie da jedes Mal wirklich jemanden sitzen haben müssen. Das ist natürlich für Supermarktketten schon interessant. Und gerade so eine junge Kundschaft, wie wir sie da in München-Schwabing haben, die nehmen das natürlich auch sehr gerne an. Ja, nun wird der ein oder andere vielleicht denken, tolle Idee, super, mache ich gern. Aber was machen die denn eigentlich mit meinen Daten? Zum einen im Supermarkt, zum anderen muss ich Daten hinterlegen, wenn ich mit dem Smartphone zahlen will. Ist das problemlos oder drohen da doch irgendwo Gefahren auf uns zukommen? Ich sehe das relativ gelassen. Was wir haben, sind 2 verschiedene Daten. Das eine sind Bewegungsdaten, die im Supermarkt aufgezeichnet werden. Die werden nicht unbedingt gespeichert. Vielleicht noch, um so ein Qualitätsmanagement zu machen. Aber die sind nicht personenbezogen. Das ist das eine. Das ist dieses Tracking-System im Supermarkt. Das andere sind die Daten, die dann rein für den Einkauf notwendig sind, also die in der App hinterlegt werden. Adressdaten, Bezahldaten und solche Dinge, die sind schon rein aus Inkassogründen natürlich wichtig, die müssen hinterlegt werden. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn ich irgendwo shoppen gehe, woanders, dann hinterlege ich diese Daten auch. Ich mache mir da wenig Gedanken. Dann sind wir sehr gespannt auf das Shoppen der Zukunft. Wir haben es gerade gesehen. Vielen Dank, Andreas Henschel, für die Informationen dazu. Gerne.